Hier kommt ein spontaner Pennyhole, da mich heute die Flaschenpost im Stich gelassen hat, brauchte ich dringend noch Wasser und Getränke und da habe ich auch noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Ein paar seht ihr jetzt schon hier, ich musste dann aber doch nach Hause, da ich Eis gekauft habe und das ist viel zu schnell weich geworden. Ja, eigentlich wollte ich euch spontan Einkaufshol machen, aber ich musste jetzt nach Hause eilen, weil das Eis, das Proteineis, das ich gekauft habe, schon am Schmelzen war. Ich habe 3 Packungen, 2-mal Cookies and Cream und 1-mal Salted Caramel. Ich habe mich jetzt für einen Penny entschieden, der ähnlich weit weg ist wie der Lidl-Punkten. Da habe ich jetzt mal für 20 Euro Payback-Punkte eingelöst. Und deswegen hat der Einkauf, den ich euch jetzt hier zeige, mit Abzug von den Payback-Punkten einen Wert von 20 Euro nur 49 Euro gekostet. Und das finde ich echt okay. Ein paar Sachen habe ich wieder mitgenommen zum Snacken und Genießen. Ich zeige euch das jetzt mal so ein bisschen still. Ja, ein paar Sachen habe ich schon ausgepackt, damit es alles in die Gefrierschrank kommen kann. Und mein Sohn hat schon Teile ausgepackt. Also, ich habe hier einmal Fresh It Up Schaumer Shampoo und davon auch die Spülung gekauft. Außerdem, weil das die Lieblingslimonade meines Großen ist, Fanta Exotic war im Angebot zum 6er-Pack. Und eben 2 Dosen türkische Limonade. Die hat irgendwie extrem viel, die ist so extrem spritzig, jetzt sehr viel Kohlensäure. Die kann ich davon nicht mehr trinken mit meiner Magen-OP, aber ich mag es trotzdem. Hatte ich mal wieder Lust auf diesen Geschmack. Chips und Knabbern für meine Jungs. Wünschen die sich immer einen Salzchips. Und 2 Tüten Bugels habe ich hier noch irgendwo. Für mich habe ich noch, einfach weil ich nicht, sonst der Platz nicht gereicht hätte, ich nicht nach Hause gekriegt hätte ohne Auto, jetzt auch 2 Dosen Cola Light oder Pepsi Light, aber in Zero, ohne Zucker. Und das hier, wenn ihr mal beim Penny seid, ein kleiner Geheimtipp, hat wirklich unheimlich hohe Proteinwerte. Super für unterwegs, so ein Quetschi, Quark, Creme, Himbeer, Raspberry. Und ein so ein Ding hat 25 Gramm Protein und kann man sehr schön mitnehmen. Habe ich 2 Stück mitgenommen. Mein Sohn mag die auch recht gern. Und von der Elite heißt die No-Name-Marke vom Penny 2 Vanille-Protein-Pudding. Mein jüngster Sohn hat eine Zahnspange bekommen und in den ersten Tagen kann man da mal nicht ganz so gut kauen und zubeißen. Deswegen auch sehr Joghurt- und Puddinglastig heute mein Einkauf, weil er sich das gewünscht hat. Das ist immer für ihn einfacher. Das habe ich für mich zum Probieren mitgenommen. Ich mag Fruchtbuttermilch, haben leider oft ein bisschen zu viel Zucker, aber diese Marke hat mich jetzt doch angesprochen. Ein bisschen exotisch mit Ananas und Kokos. Probiere ich mal aus. So was probiere ich jetzt gleich mal aus, weil ich habe Durst. Und ich bin auch schon wieder so ein bisschen zittrig. Also im Moment ist echt der Wurm drin. Ich habe das Gefühl, dass ich nach jeder Mahlzeit oder jeder Anstrengung, egal was ich esse oder mache, so Unterzucker kriege und so ein bisschen Dumping habe. Und lecker. Mag ich sehr gerne. So ein bisschen recht süß, sauerlich, exotisch. So ein bisschen erinnert an Pina Colada, halt Kokos, Ananas, klar. Aber echt gut. Guck gerade mal, wie viel Zucker wir da drin haben. 10,5 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ja, das ist schon ganz schön viel, weil die Flasche hat ja 500 Gramm, das heißt, wir haben 50 Gramm Zucker und das sind gute 2,5 Esslöffel voll. Das ist schon nicht wenig, muss man sagen. Aber wenn man es nicht zur Regel macht, geht auch das mal. Dann habe ich für meine Jungs, meine großen kleinen Jungs, Paula Pudding mitgebracht. Nächste Woche fahre ich
ein paar Tage weg mit meiner Mutter in ein schönes Hotel. Ich muss mal raus. Ein großer Urlaub ist jetzt vor Amerika-Reise nicht mehr drin, weil hier schon sehr teuer ist. Und die Jungs hatten jetzt auch nicht so richtig Lust. Da habe ich meine Mama gefragt, ob sie mit mir mal hinfährt. Und wir fahren jetzt gar nicht weit weg, nur so 50, 60 Kilometer von hier in so einem Kurort. Und haben uns da ein schönes Hotel genommen. Und dann sind wir nächste Woche 3. Deswegen habe ich Toast gekauft, weil meine Jungs essen dann viel Sandwiches in der Zeit. Wenn ich nicht koche, kochen tun sie selber nicht wirklich. Aufwärmen können sie, kochen nicht. Außerdem deswegen so ein Viererpack Margarit-Pizzen. Da können sie sich dann einfach noch Sucuk, Salami oder Fleischwurst, whatever sie wollen, draufpacken. Für die Toilette ein paar Erfrischer. Das muss auch noch in den Gefrierschrank. Ein paar amerikanische Hähnchenbrust in den Filets mit Barbecue-Dip. Ich wollte eigentlich Nuggets kaufen für die Jungs, weil das lieben die. Habe ich aber so schnell nicht gefunden. Die tun es sicherlich auch. Eine zweite Packung Bugels für jeden Sohn eins. Und jetzt quieken sie nicht mehr. Vorhin haben die Meerschweinchen laut gequiekt. Immer wenn ich rasse, fangen die an zu quieken. Weil sie hoffen, es ist was für sie. Das ist für die Meerschweinchen. Petersilie und Dill. Insgesamt 4 Packungen. Ich habe auch immer ganz viele Töpfe auf der Fensterbank, aber so schnell wie die fressen, wächst das leider nicht nach. Und Bio-Hackfleisch, ich habe immer gern eine Packung Hackfleisch im Gefrierschrank. Heute ist tatsächlich mal wieder eine helle Freshbox gekommen. Da freue ich mich auch drauf. Im Moment hole ich mir nur so einmal pro Monat eine, weil ich ein bisschen sparen will. Und deswegen brauche ich zum Kochen jetzt gar nicht so viel, aber halt dafür umso mehr Snacks. Das habe ich tatsächlich für mich entdeckt nach der Magen-Bypass-OP. Für unterwegs, weil man das dann noch nicht so ganz einschätzen kann. Und wenn man dann plötzlich, oh Gott, merkt, oh, jetzt muss ich was essen. Und dann hat man oft nicht so gute Optionen unterwegs. Und dann bin ich da immer in Penny gegangen und habe mir so ein Ding geholt. Und das hat mir damals sehr gut getan. Deswegen kaufe ich die jetzt ab und zu. Eine große Packung Snack-Tomaten. Petersilie. Und ja, diese Vanille, diese Puddings, die esse ich nicht so gerne. So, da haben wir noch die Spülung und noch ein zweites Erdbeerquetschi-Quark. Da ist mein Stock noch drin, den muss ich gleich wieder in meinen Rucksack packen, damit ich ihn immer dabei habe. Ja, den habe ich heute tatsächlich mal rausgeholt, auch im Supermarkt, weil einfach unheimlich voll ist und die Leute noch parallel dazu ausgepackt haben. Das heißt, ständig standen irgendwo Rollwagen und Einkaufswagen und Leute mir im Weg. Und ich hatte so Angst, also mit irgendjemandem zusammenzustoßen. Das stresst mich mittlerweile so ungemein. Im Moment habe ich eh den Eindruck, dass ich so einen kleinen Schub habe, dass es so ein bisschen schlechter geworden ist. Und dann habe ich den Stock rausgeholt, einfach um zu signalisieren, Vorsicht, ja, damit keiner in mich reinrennt oder ich in jemanden reinrenne, ist dann besser. So, ich packe mal schnell die Sachen ins Tiefkühlfach und hole den Rest. Ja, das war's tatsächlich. Ich habe dann noch ein großes Netz Äpfel und ein Dreierpack Paprika, was mir schon aufgegangen ist, gekauft. Und zwar habe ich noch so ein Duftspray gekauft. Kotten und weißer Flieder fürs Bad. Wie auch immer, ich packe jetzt mal weg und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Pfingstwochenende. Ich habe ganz viel Material aufgenommen für das ein oder andere Video. Jetzt fehlt mir nur noch die Zeit, das alles ordentlich zu editieren.
Das ist tatsächlich was, was am meisten Zeit wegnimmt, kostet beim YouTube machen, das Editieren der Sachen. Oh, das hat sich gefallen. Also, seid gespannt. Ich habe ja jetzt die Woche Urlaub, da werde ich bestimmt Zeit dafür finden. Macht's gut.